So, heute ist was angekommen. Schauen wir uns das an, was da angekommen ist. Sie könnt. Personenzüge oder nicht Züge, sondern Waggons sind angekommen. Darf ich die Lok sehen? Ich will sie schon. Ja klar, komm her. So. Das sind nur Anhänger. Ja eh. Ich habe gesagt, das sind Anhänger. Ich habe gesagt, nicht Loks. So, schauen wir uns das einmal an. Okay, Alex ist schon wieder weg. Das aufgeht da. So. Aber verpackungsmäßig sind sie gut, die Rocco. Okay, haben wir jetzt dann drei. Wunderschön. Ja. Die Räder fallen gleich runter. Die sind noch nicht montiert. Okay. Die müssen wir da montieren. Oder? Ich brauche eine Brille. Ich brauche jetzt eine Brille, was ich Musik. Weil die fallen gleich wieder runter. Genau. Das gehört dann so. Passt. Da haben wir mal drin. Da haben wir noch nicht drinnen. Sehr gut. Das schaut jetzt aus. Das ist der 74054 Waggon. Schaut recht wunderschön aus, finde ich. Ich wollte extra eben alte Modelle. Ein bisschen Licht dazu. Finde ich recht super. Sehr detailgetreu und wie ich das sehe, haben wir da noch einiges dazu bekommen. Tafeln dazu bekommen, die raufgeben können. Aber auch eben anderes Zubehör. Und natürlich ist wieder eine Anleitung dabei, wie was gehört. Wo was rauf gehört. Ja. Das können wir dann auch noch rauf tun. Also wie gesagt, die Räder, die waren jetzt nicht fest. Aber jetzt sind sie fest. Ja. Und sehe auch, dass innen da auch Messingplättchen sind. Schaut auch recht gut aus. Da oben gehört noch einiges drauf gegeben. Das müssen wir rauf aufmachen. So. Das kommt jetzt einmal darauf.
besser sieht. Tun wir das Ganze dann mal weg. Und tun wir mal daher. Passt. Da haben wir eine Schraube. Die habe ich gesehen, die gehört auch noch drauf. Eigentlich zwei Schrauben, wie ich sehe, müssten sein. Mhm. Ich habe einiges noch zur Verschönerung gemacht. Das werde ich jetzt da nicht extra filmen, sondern das zeige ich euch dann, wenn ich das fertig gemacht habe. Wollte euch nur mal zeigen, wie schön eigentlich, aber auch, ich muss sagen, wenn ihr sehen könnt, wirklich die Fenster alles sehr detailliert gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ich werde dann, weil ich jetzt nicht gerade im Kopf habe, ihr werdet lachen, aber ich habe das bestellt vor einem Jahr und jetzt da habe ich es gekriegt erst. Schreibt dann auch dazu, was das für eine Waggons sind. Eben von Rocco sind sie mit der Nummer 74054 bezeichnet, aber ich werde dann dazu schreiben, welche Anhänger sind. Es ist auch, was man, ich weiß nicht, ob man das sehen, wie das raufkriegen könnte. Ja, einmal das runternehmen, die Kamera. Ich werde das da jetzt einmal da eine strahlen lassen und da seht ihr, dass wirklich die Holzbänke zum Sehen sind. Gell? Warte mal. Mal schauen, dass wir das wieder scharf bekommen. So, ihr seht, die Holzbänke sind drinnen wunderschön. Da vorne dürfte dann das Abteil sein oder halt der Zugang und auch das WC, weil das auch. Und ich zeige euch dann auch noch, sobald ich Zeit habe und das gemacht habe, wenn ich diese Details dann noch hinzugefügt habe, wie das dann ausschaut. Aber das ist dann in einem anderen Video. Ich bin noch nicht fertig. Es sind eben zwei Personenwagen und dann ist ein Postwagen auch dabei. Den möchte ich euch noch extra zeigen. Da fliegen die Räder nicht weg. Aber auch der wieder schön detailliert, finde ich. Also wunderschön. Und wow, sogar, wie ihr sehen könnt, geht die Türe aufzumachen. Die Schiebetüre kann man verschieben. Sehr gut gemacht, finde ich. Beiden Seiten kann man das machen. Auch den muss ich dann noch verschönern. Ihr seht eh, da sind noch Punkte, wo was hinzugefügt gehört. Ja, ich zeige euch dann das Ganze und dann muss ich einmal meine Anlage einmal, wie soll ich sagen, leerräumen und dann werden wir da einmal probieren, mit einem Lok das zu ziehen.